Hallo, ihr Lieben. Im Haul vom letzten Monat habe ich euch diese Stanze gezeigt und ja, da habe ich die Bitte bekommen, dass ich doch mal zeige, wie sie funktioniert. Den Haul verlinke ich euch natürlich oben im i und unten in der Infobox, da könnt ihr auch noch mal gucken. Und da fangen wir jetzt einfach mal mit an. Wir schauen erstmal, was hier so drin ist. Zum einen sind hier Stanzen drin. Dann ist da drin ein kleines Stempelset mit ein paar kleinen Sprüchen und ein Template. Das ist dafür da, dass man nachher hier die Umverpackung für das Geschenk quasi macht. Und hier ist auch eine Gebrauchsanweisung drin, wie man das Ganze macht. Wie ihr hinten drauf seht, gibt es das Ganze auch in anderen Designs. Hier zum Beispiel mit dem süßen Weihnachtsmann. Ich habe mich bewusst für das Geschenk entschieden, denn ja, so Geschenkkarten kann man ja immer mal gut verschenken und nicht nur zu Weihnachten. Deswegen, ja, fand ich das eine tolle Stanze. Wir arbeiten heute mit dem neuen Cardstock in 300er Grammatur vom Faltcard. Und zwar in dem Türkisblau und in dem Blattminze. Wir werden aus dem Blattminze das Geschenk machen und aus dem Türkisblau das, ja, die Verzierung. Also, als allererstes, man nehme das Template. Das ist hier mit jetzt Möglichkeit Nummer 1. Man nehme das Template, suche sich einen Bleistift, hier ist einer, und zeichnet das einfach einmal ab. Warum da jetzt so ein Template bei ist und nicht ja, die passende Stanze, fragt mich nicht. Aber immer mal wieder was Neues, ne? So, und ich zeichne auch hier einmal die Falzlinien mit ein. So. Dann schneiden wir das Ganze aus. Ich nehme dazu meine große Schere. Schneide mir hier erst einmal genau an meinen Linien entlang. Einmal aus. So. Und dann schneiden wir uns hier noch die Linien die Ecken raus. Das ist ja was für mich, ne? Schön gerade schneiden mit einer Schere. Ha, 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 ha. Das kann ich so toll nicht. Einmal. So. Da haben wir jetzt schon die Grundform ausgeschnitten. Jetzt nehmt ihr euch ein Falzbrett dazu. Ich nehme jetzt hier einfach mal mein großes Teil. Da ist ja auch ein Falzbrett mit drauf. So. Und dann lege ich das so an, dass ich hier quasi, wo die Linien eingezeichnet sind, in so einer Rille liege. Und gehe mir die dann entlang. Einmal diese. Und das mache ich auch bei den beiden Linien hier. Einmal hier entlang. Und mache mir da quasi eine Falz. Und das knicke ich mir jetzt einmal um und falze es mir nach. Achte nochmal drauf, dass die Seiten hier auch gut übereinander liegen. Was sie nämlich nicht so richtig tun hier immer. So, aber das kann man ja noch ein bisschen korrigieren. Mit dem Falzbein.
und ziehe mir die Falzen dann nach. Und auch hier ziehe ich mir die Falzen nach. Die Markierungen sind jetzt innen, das heißt, ja, ich mache die jetzt einfach mal nicht weg. Dann nehme ich mir Abreißklebeband. Für die Könner des Bastelfachs einfach nochmal hier die Sachen einschneiden. Das ist bei dem Template jetzt auch nicht dabei. Ich schräge die immer an. Dann gucken die nämlich auch nicht an den Seiten drüber und man kann besser zusammenkleben. Nur so als kleiner Pro-Tipp. und da mache ich mir jetzt einfach Abreißklebeband drauf. Einmal hier. Einmal hier. So. Und dann können wir uns das Ganze auch schon zusammensetzen. Einfach nach innen klappen und zuklappen. Und wer so super gerade geschnitten hat wie ich, da kann es passieren, dass es hier drüber guckt. Das ist nicht schlimm, da schneide ich dann einfach hinterher und mache es mir gerade. So, dann haben wir die Umverpackung schon fertig. Aber ganz ehrlich, ich finde das nicht so doll. Deswegen habe ich mir die Maße einfach mal rausgeschrieben von diesem Template. Das hat nämlich insgesamt eine Höhe von 13,3 und eine Breite von 12,1 cm. Muss einmal an der langen Seite bei 6,6 gefalzt werden und an beiden Seiten auf der kurzen Seite bei 1 cm. Und dann habe ich das auch und ich habe es dann gerade. Gerade als wenn ich das mit Hand zuschneide. Deswegen machen wir das jetzt auch nochmal einmal. Zum Zeigen nehme ich jetzt einfach mal ein anderes Papier, weil ich von dem super dicken nicht so viel habe. Und zwar, wo ist mein Template hin? So. Und zwar ist das das Pastellgrün. Das ist etwas heller noch als hier das Mintgrün. Da schneiden wir uns jetzt einfach ein passendes Stück ab. 13,3 cm und 12,1. So, dann dürfte das vom Template her genau drauf passen. Tut's auch. Perfekto. Und jetzt gucke ich, dass ich falze. Einmal bei 6,6 cm. Und dann an der kurzen Seite bei jeweils 1 cm. Das lege ich mir dann hier rechts an. Dann habe ich ein bisschen mehr Kontrolle hier übers Papier. So. Und dann kann ich mir das Template auch nochmal anhalten. So, und weiß dann, okay, das kann weg und das kann weg. Das sind die Laschen, die wir uns jetzt rausschneiden. Auch natürlich möglichst gerade. Und die Klebelasche schräge ich direkt mit an. Und dann falze ich mir das ganze Teil einfach auch nochmal nach. Und klebe es mir zusammen.
Und dann zusammenkleben. Und dann habe ich eben auch diese Tasche passend zu der Stanze. Ne? Also entweder ihr arbeitet mit dem Template, zeichnet es euch ein und schneidet es euch dann per Hand zurecht. Oder ja, ihr könnt natürlich auch mit ein paar Tapierschneider an den eingezeichneten Linien entlang fahren. Aber ja, oder ihr messt es euch direkt aus und schneidet euch das zurecht. Das geht meiner Meinung nach noch ein bisschen flotter. Okay. Dann werden wir uns die Stanzen zur Hand nehmen und werden aus diesem Minzgrün einmal das Geschenk ausstanzen. Und zur Verzierung die Schleife und dieses Schleifenband. Na komm her. Aus dem Türkisblau. Ich habe jetzt die drei Stanzen ausgestanzt und jetzt setzen wir das Ganze mal zusammen. Und zwar habe ich hier meine Tasche und das Geschenk. Und das Geschenk, wie ihr seht, passt hier super rein, um eben die Geschenkkarte so ein bisschen zu verstecken. Und jetzt gucken wir, diese Streifen kommen hier drüber. Und das hier kommt auf diesen Teil der Stanze. Damit die Streifen auch schön gerade übereinander sind, schiebe ich mir die dafür auch hier rein. So. Guck, dass es schön einigermaßen mittig sitzt. Und dann klebe ich mir das Ganze einfach einmal fest. So, dann ist unser Grundgeschenk eigentlich schon fertig. Ihr habt hier bei den Stanzen auch noch so ein bisschen Deko dabei, so Punkte, die ihr natürlich hier noch mit drauf machen könnt und ein Love, passend zum Stempelcent, Sent with Love. All my love, I love you always, I love you at Christmas. Ja, aber wir werden das ein bisschen anders machen. Und zwar habe ich mir schon aus diesem neuen Stempelset von Ulrike, nennt sich Felix Geburtstagsgrüße, diesen süßen Felix koloriert mit meinen Tri-Blends. Der kommt hier vorne drauf. Und dann möchte ich noch einen Spruch stempeln. Da werde ich auch aus diesem Set das Alles Gute nehmen. Das passt hier, glaube ich, ganz gut drauf. Und innen drin, hinter die Karte sozusagen, wo die Geschenkkarte reinkommt, wollte ich auch einmal hier aus diesem Ulrike Geburtstagswünsche einen etwas größeren Spruch nehmen. Passt der hier rein? Ja. Das finde ich nämlich wirklich cool. Ich wünsche dir zum Geburtstag 12 Monate Gesundheit, 52 Wochen Glück, 365 Tage ohne Stress, 8760 Stunden Liebe, 525.000 Minuten Frieden und 31.536.000 Sekunden Freude. Den finde ich toll. Ich nehme jetzt, damit ich mir nicht wieder alles verbasel, meine Stempelhilfe dazu und das schwarze Stempelkissen von Faltkarten. So. Und dann setze ich mir als erstes die Geburtstagswünsche hier auf. So. Auch möglichst mittig und dann so, dass es eben von der Geschenkkarte verdeckt wird gleich. Einmal aufsetzen. Noch. So.
einmal einfärben und abstempeln. Das sieht schon sehr gut aus. Auch der super starke Faltkarten-Cardstock ist natürlich mega gut zum Stempeln geeignet. Heute habe ich irgendwie Wortfindungsstörungen, ne? Also tut mir leid, Leute. Und wenn das hier fertig ist, nehme ich mir auch die äußere Hülle und lege die hier einmal ein. Guck, wo ich den Felix haben möchte. Den möchte ich hier so auf der Seite haben. Und dann passt eben das alles, nehme ich alles Gute oder alles Liebe? Ich glaube, ich nehme das alles Liebe. Das passt hier auch richtig gut drauf. Jetzt muss ich einmal reingehen, um zu gucken, dass es gerade ist. So, alles schön ausgerichtet. Nochmal gucken. In der Stempelhilfe sind ja hier diese Hilfslinien. Kann man auch nochmal gucken, ob alles gerade ist. Da ich den zum ersten Mal verwende, gehe ich mir auch nochmal einmal mit dem Tuch hier rüber. Traue mir das quasi ein bisschen an. Und jetzt werde ich stempeln. Oh ja. Coole Stempel. Und auch eine schöne Größe, die halt auch auf wirklich viele Sachen drauf passt. Kann das schon mal zur Seite. So, jetzt brauchen wir nur noch den Felix aufkleben. Da nehme ich mir mein 3D-Klebeband. Das kriegt er jetzt auf den Popo. Und schon habt ihr einen Geschenkgutschein, eine Geschenkgutscheinverpackung fertig. Da passt dann die Karte genau rein. Das schieben wir hier rein. Und jetzt gucken wir mal einmal. Na, auf eine DIN A6-Karte passt sie nicht genau drauf. Also entweder ihr verschenkt es so oder ihr nehmt eine Karte, die ein bisschen größer ist. Da habe ich jetzt gerade so eine 13x13 Karte zur Hand. Da passt es perfekt drauf. Also 13x13 würde perfekt passen. Dann könnt ihr halt hier das einfach festkleben. Vielleicht den Hintergrund auch noch mal ein bisschen gestalten. Mit Konfetti oder so. Und dann das Ganze hier festkleben. Und dann kann der Beschenkte das trotzdem rausziehen. Ich hoffe, euch hat mein Tutorial zu dieser kleinen Gutscheinverpackung gefallen. Natürlich verlinke ich euch alles, was ich gebraucht habe, unten in der Infobox. Guckt auch unbedingt mal in diese neuen Papiere. Die sind richtig schön stabil. Also ich glaube, mit einem dünneren Papier könnte man dieses hier gar nicht so gut basteln wie jetzt hiermit. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt auch fleißig Kommentare. Da freue ich mich immer, die zu lesen. Und ich wünsche euch jetzt erstmal einen richtig, richtig schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!